Ja, herzlich willkommen hier zur Montagskohle. Diesmal aus meinem neuen kleinen Atelier. Ich habe mir so ein kleines Zimmer gemietet, günstiges Zimmer. Und hier kann ich die Videos noch besser aufnehmen, beziehungsweise hier kann ich die Arbeiten liegen und wirken lassen. Ich kann die Farben, die Pinsel liegen lassen. Hier habe ich ein bisschen mehr Platz, nur für diese analogen Sachen. Und hier werde ich auch zum Teil die Videos aufnehmen. Natürlich auch Montagskohle-Videos als auch die regulären Videos. Und ich muss hier jetzt eine Nachaufnahme machen und nachsprechen, weil während der Aufnahme mir einmal die Batterie zu Ende ging und mir eine Aufnahme kaputt machte dadurch. Und zwar leider, wie ich finde, eine der besten Aufnahmen, und zwar vom Gesicht dieser Person. Und ja, es ist wirklich so ein kleiner Herzschmerz, aber weil die ist mir gut gelungen und ich habe extra die Kamera schön da drauf fokussiert, aber es ging leider in die Hosen. Darum muss ich das jetzt im Nachhinein aufnehmen. Wir zeichnen heute alle beide. Das ist ein Künstlerduo bzw. ein Modeduo aus der Schweiz. Sie rezyklieren oder entfremden Materialien, die nicht mehr benötigt werden, in eine neue Form, in neue Kleider und in eine neue Funktion. Und ich finde die Kollektionen und die Aufnahmen vor allem von ihnen sehr, sehr klasse und sehr spannend anzuschauen. Sie sind sehr vielfältig und ja, frisch. Das gefällt mir sehr gut. Ich verlinke euch sicher den Insta-Account von Ihnen in der Videobeschreibung. Ja, checkt mal ab und schaut sie euch an. Vielleicht inspirieren sie euch auch zu Zeichnungen oder zu neuen Bildideen. Ich habe jetzt mit diesen beiden, ich habe eine riesige Rolle gekauft bei Bösner. Das ist 170 grämiges Papier. Das kann man schön ausrollen hier auf meinem neuen Tisch. Es macht riesig viel Spaß, darauf zu zeichnen. Und ja, ich nehme natürlich den ganzen Platz. Und ich fange dieses Mal an mit der Malkohle. Ich habe eine Kohle gekauft, die ist also Flüssigkohle. Und die ist neutral in der Anmutung. Also es ist nicht rötlich oder nicht gelblich oder grünlich, sondern effektiv schwarz bzw. grau. Ich habe das heute zum ersten Mal ausprobiert. Hat so einen sehr, sehr kreidigen Charakter. Also viel, viel kreidiger als zum Beispiel Gouachefarbe. Man kann sie ein bisschen abrubbeln, wenn sie trocken ist. Man kann auch später mit ihr arbeiten, also es ist nicht wasserfest natürlich. Und ja, mit dieser mache ich mal im ersten Anlauf hier eine grobe Vorzeichnung. Leider ist mir dieser erste Anlauf auch misslungen und ich wollte ihn dann wiederholen, weil ich habe einen Teller genommen, wo ich schon Farben drauf hatte und diese Kohle hat sich dann mit ihnen vermischt, was mir persönlich nichts ausmacht. Ich habe es noch gern, wenn sich so Überraschungen ergeben, aber dieses Mal war es mir doch zu grünlich oder zu farbig, beziehungsweise ja, scheinbar musste ich ein bisschen Anlauf nehmen und mir diese Zeit nehmen und diese Zeichnung über mich ergehen lassen, diesen, ich sage mal, Missgeschick, also Missgeschick nicht, aber ich war noch nicht genug aufgewärmt. Darum habe ich diesen ersten Entwurf gekübelt, also weggeworfen, auf die Seite gestellt und fing nochmals an. Und zwar nahm ich nicht nur Kohle dazu, sondern auch einen rötlichen, nicht Kohlestift, sondern eine Kreide. Und mit dieser habe ich grob die Umrisse eingezeichnet, damit ich ungefähr weiß, wie die beiden Bilder jetzt hier auf dem Blatt Papier wirken, weil ich wollte die beiden nebeneinander haben. Vielleicht ergibt sich dann später daraus ein schönes, großes Bild. Darum habe ich mit dieser Kreide das vorgezeichnet. Und dann habe ich jetzt diesmal vorsichtig mit der Kohle dunkle Stellen dann akzentuiert. Also wirklich da stark mit Kontrasten gearbeitet. Wo ist hell, wo ist dunkel? Und hier konnte ich wirklich die dunklen Stellen mal festlegen, wo was hinkommt. Dann musste ich später nicht mehr mit Kohle effektiv die dunklen Stellen wie ausmalen, sondern ich hatte schon mal eine solide Grundlage hier mit dieser Flüssigkohle. Und das erlaubt mir auch ein bisschen so frei und ja, spielerisch an die Zeichnung ranzugehen mit dem groben Pinsel und mit dem großen Blatt, mit der großen Fläche. Das ist sowieso irgendwie befreiend. Da kann man wirklich die ganze Hand wie tanzen lassen übers Blatt Papier. Das fühlt sich sehr schwungvoll an, sehr, sehr locker. Und ich denke, das kommt auch der Zeichnung zugute.
Es macht wirklich Spaß, so zu arbeiten. Ja, wo das Ganze getrocknet war, habe ich dann effektiv mit Zeichnungskohle dann auch die Jacken ein bisschen besser akzentuiert, ein bisschen besser detaillierter gezeichnet, wo ist dann effektiv dunkel, wo sind dann die Falten, also auch kleine Falten und kleine Ecken, die harten Kanten da auch besser betont, damit man da effektiv den Unterschied sieht zwischen der schwarzen Jacke und auch dem Kleid unten und dem Rock. Das wollte ich unbedingt so haben, diesen starken Kontrast zwischen der Jacke und dem restlichen Teil, auch seinem Gesicht, das ich nur, ja, fast nur in diesem Rot gehalten habe, weil mit diesem Kreidestift zeichnet es sich ein bisschen anders als mit Kohle, weil der ist viel, viel härter. Da kann ich effektiv auch ganz feine Details oder fast ganz feine Details zeichnen und mich so langsam an die Gesichtskontur herantasten, auch an die Hände, an den Faltenwurf des Rocks, weil da gibt es viel zu tun und da kann man sich langsam dran arbeiten und am Schluss schaue ich dann mal, ob ich da und dort eventuell noch mit Kohle etwas noch nachbessern oder nachdeuten möchte. Aber ich glaube, insgesamt wird es so bleiben zwischen Schwarz und Orange bei beiden Bildern. Und das ist auch der Vorteil, als ich beide da gezeichnet habe, dass ich effektiv zur gleichen Zeit mit dem Pinsel oder mit der Kohle oder mit der Kreide die Zeichnung gleichzeitig bearbeiten konnte. Also nicht die eine fertig machen und bei der anderen wieder anfangen und wieder den Pinsel hervorholen und nochmals die Farben mischen, sondern in einem Zug einfach beide fertigstellen. Ein bisschen industrieller Gedanke, aber ich denke, das kommt auch der Zeichnung zugute. Dann wirken sie auch ein bisschen so harmonischer oder beide sprechen dann die gleiche Sprache und haben den gleichen Duktus, ist auch ein Vorteil für das gesamte Bild. Ja, und am Schluss finde ich, die Zeichnung ist mir, also mir gefällt sie wirklich gut, das Gesicht ist mir gelungen, auch mit den Jacken bin ich zufrieden. Ich dachte, vielleicht ist es ein bisschen zu schwarz oder ein bisschen zu grob gemalt mit dem Pinsel, aber gesamthaft haben sich die Falten und auch die Glanzstruktur doch kommen gut rüber und natürlich ist nicht alles genau, um das geht es ja nicht, es geht nur um die Anmutung und um das Verständnis, dass da viele Falten sind, dass da effektiv verschiedene Stoffe da sind, dass die Jacke ein bisschen dicker und fester ist und der Rock natürlich dann fluffiger und leichter und samtiger ist. Also ich glaube, mit diesen zwei Bereichen konnte ich da das gut einfangen. Ja, und das war die erste Montagskohle in meinem kleinen Atelierzimmer. Es werden noch mehr folgen natürlich. Ich habe das Atelier hier bis Ende 2025, also eine Zwischennutzung, also noch 1,5 Jahre. Ich denke, da werden viele schöne Sachen entstehen und ich schaue mal, wie ich das effektiv in meinen Arbeitsrhythmus und Zyklus da einbetten kann. Diese Woche kommt noch ein Video raus, ein reguläres Video. Ich denke, am Wochenende habe ich dann das fertig. Das entstand auch hier im Atelier. Ansonsten danke ich euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch eine gute Woche, ganz viel Freude beim Arbeiten. Wir sehen uns beim nächsten Video. Mach's gut, auf bald!